Ja, ich darf zunächst mal offiziell jetzt bestätigen, und das tue ich mit großer Freude, bestätigen, was Herr Morisan gesagt hat. Wir verlängern den Vertrag bis 2011, und das tue ich sehr gern, zumal die, und das ist wohl ein ganz wichtiger Punkt, die persönliche Beziehung zwischen dem Orchester per se und natürlich auch zwischen den einzelnen Musikern und mir eine sehr gute, ich möchte fast schon sagen, sehr herzliche und freundschaftliche geworden ist in den letzten 5 Jahren. Wenn ich nur ganz kurz zurückblicke auf diese 5 Jahre, so ist dieser Rückblick erfüllt mit Freude und schönen Erinnerungen an spezielle Projekte, an besondere Konzerte zum Beispiel. Woran ich mich persönlich gerne erinnere, ist eine Jeanne d'Arc-Produktion hier in der Tiffany Hall von Arthur Honegger. Auch Lohengrin, einige Abende mit Brahms-Symphonien, all das bleibt mir sicherlich in Erinnerung. Nun, was die Aussichten betrifft, wir haben zwar eine gute Beziehung, aber die kann man auch immer noch verbessern. Das Orchester kann spielen, aber auch da in Zukunft gibt es noch viel zu tun. Es gehört bestimmt zu meinen Pflichten, den Klangstil, den individuellen Klang von Jeanie Hornfield weiter voranzutreiben. Das Verständnis meiner Kolleginnen und Kollegen im Orchester für musikalische Inhalte zu schärfen. Und was für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, der dritte ist die Spontanität im Moment des Konzerts, das sogenannte Musizieren, tatkräftig zu unterstützen. Ich glaube nicht, dass man nur die Masterpieces an jemanden häppchenweise servieren sollte, der noch keine klassische Musik gehört hat. Ich glaube, das Kriterium ist, dass einfach das Orchester gut spielt und vor allem gute Musik spielt. Das kann dann, finde ich, auch mal Stockhausen sein. Oder Bird Whistle oder Magnus Lindberg, also was Modernes. Ich bin nicht davon überzeugt, dass man dann sagt, halt nur die kleine Nachtmusik, Beethoven, Eroica, Daiku und vielleicht Tschaikowski Violinkonzert. Dem würde ich mich verwehren. Einfach, es muss gute Musik sein und die muss auch noch gut interpretiert sein. Oder ja, das macht es, glaube ich, aus. Ja, also ich denke, dass die Entwicklung, Konzerte im Internet auch zu zeigen, zu spielen, sehr wichtig sind. Zumal ja die Plattenindustrie, die klassische Plattenindustrie, wie man immer wieder liest, in einer großen Krise ist. Es scheint mir so, als ob die Verbreitung der klassischen Musik einfach über das Medium CD nicht mehr so gewährleistet ist, wie es natürlich vor 10 Jahren war. Deswegen bin ich sehr dankbar für diese Entwicklung und werde sie auch tatkräftig unterstützen in der Zukunft.